Bei strahlendem Sonnenschein öffnete der Krämermarkt in Köngen am Sonntag um 11 Uhr die Pforten. Bereits zum Start waren viele Besucher gekommen und spazierten an den zahlreichen Ständen entlang. Viele wollten einfach nur mal schauen, andere waren explizit auf der Suche nach Schnäppchen. Ein verführerischer Duft nach gebrannten Mandeln und Nüssen treibt zum Weiterspazieren an. Iris Schmauk, Vorsitzende des Werberings des BDS, ist stolz, dass das Sonnenblumenfest seit 20 Jahren Teil des Herbstmarktes ist. Und wir veranstalten hier dieses Sonnenblumenfest. Die Gemeinde macht ihren Herbstmarkt, wir arbeiten Hand in Hand zusammen. Herbstmarkt ist der Krämermarkt und das Sonnenblumenfest ist ein verkaufsoffener Sonntag, der jedes Jahr stattfindet. Jedes Geschäft macht irgendwelche Aktionen, ganz unterschiedlicher Art. Wir haben den Raum für Erinnerungen, dann gibt es den Kleintierzuchtverein, der hier dieses Kaninhop macht. Die Gemeinde bzw. der Bürgerbusverein stellt den neuen Fahrplan vor vom Bürgerbus, der jetzt seit einem Jahr ungefähr in Betrieb ist. Und jetzt gibt es einen neuen Fahrplan, der erweitert worden ist. Während die Erwachsenen auf der Jagd nach dem ein oder anderen Schnäppchen an den zahlreichen Ständen vorbeispazierten, war für die Kinder das Karussell in der Dorfmitte die Attraktion. Aber auch der Kinderflohmarkt hatte viel zu bieten. Da fühlten sich einige Väter und Mütter wieder in die eigene Kindheit versetzt. Der Herbstmarkt und das Sonnenblumenfest waren gut besucht und die verkaufsoffenen Läden freuten sich über zahlreiche Kunden in Köngen.